Appenzeller-Welttournee, Musik, Sang und Gabaret, weil St. Gallen ist ein Hit, sing ich da wie mit. Hey! Appenzeller-Welttournee, Musik, Sang und Gabaret, weil St. Gallen ist ein Hit, sing ich da wie mit. Hey! Appenzeller-Welttournee, Simon! Hä? Hast du eine Strophe? Aha. Das ist mit der Zugabe gesehen. Wir gehen jetzt in alle her. Ösen Bus am Trink am schiesst, weil's innen rote Grenze schließt. Do you feel good? Yeah! All right. Good, good, good. Well, we feel good down in our soul. Because there's something about the spirit of the Appenzeller Welttournee in Wien makes us feel good, 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 Jetzt möchte ich natürlich die Band vorstellen. Am Schlagzeug Martin. Oh. Au. Yeah. Am Bass. Bass Guitar. Wer hätte es gedacht? Martin. Oh. Au. Trompete. Marino. Elektrische Gitarre, Marino! Jetzt ist es wieder weg. Und jetzt. Jetzt kommt das Solo. Solo! 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 I keep him drinking like a spatten home. I keep him like a button bow. This sweet and hard like a hat and home. I push the button, quest fun, and keep on chasing, holding the street in, laugh, I never cast for day, like any kid didn't know, I never hit and hold in the street in, laugh, I never cast for day. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist alles weg.
Ah, das war jetzt nicht schlecht. Ich hätte es genau gleich gespielt. Das ist übrigens eines der grössten Komplimente, die ein Appenzeller machen kann. Ich war nicht schlecht. Ein anderes grösser Kompliment wäre, man hätte es hören können. Ja, und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, hey Martin, das hätte man jetzt eben gut hören können. Liebe Gäste, ich freue mich natürlich fürchterlich, dass ich heute Abend da sehe und dass wir ein bisschen berichten von unserer Weltreise. Und das ist ja an sich nicht selbstverständlich, dass Appenzeller freiwillig ohne Not, weißt, so weit reisen. Weißt, wir haben ja meistens in der Nähe von der Kantonsgrenze können ja mehr nachher schon feuchte Hände über. Weißt. Stimmt's, so ein recht Walter geht eh gleich. Genau gleich. Ein hoher Zitter daheim. Das ist wahnsinnig. Nein, die Appenzeller gehen nicht viel fort. Weißt. Das sind Leute, die gehen ein bisschen daheim hocken. Stimmt's, so ein recht? Ja, ist es so. Die Appenzeller, ich sage, so ein richtiger Appenzeller, der geht meistens, sie sagen, einmal in den Ausgang an der Landsgemeinde und nachher wird geheiratet. Für die meisten lange das, weißt du? Hocken jahrelang daheim, haben da rumhauen, die eine liest mit. Die andere legt es an. Und wisst ihr, wieso dass das ist? Dass uns das lange, das hat mit unserem Gemüt zu tun, die Appenzeller Seele. Weißt du, wir sind so, wie sagt man, immer so Heimwehfüdeln. Also nah am Wasser gebaut. Verstehen Sie mich überhaupt? Weißt du, so. Emotional, all knapp am Abgrund zum Depressionli. Ist das so? Man hört es übrigens auch in der Musik, ist alle hure Jümmel da, weißt du? So kann ich schon zum Hören, aber hure streng. Ja. Weiß nicht, hat's, wenn ich da frage, hat es Appenzeller da drinnen? Ja, der Halbkanton. Ja, ihr seid das beste Beispiel. Gell? Jetzt habt ihr euch nach Jahren wieder durchgerungen. Jawohl, jetzt gehen wir wieder einmal in den Ausgang. Und woher ich gehen? Ein Appenzeller runtergeschaut. Typisch. Hey, ich kann mir da lebhaft vorstellen, wie ihr da gesehen habt, heute Vespe, wo ihr euch entschlossen habt. Ja, was heisst entschlossen? Überwunden. Gell? Jawohl, wir trauen uns aus dem Haus aus, jetzt kommen wir hier ab und zu eine Welttournee. Gell? Wow. Die fallen noch in der Hand, die Schwelle zwischen den Scheichen. Und hier ist es gekommen, gell? Über euch reingebrochen, hey, wie Jesus, Jesus, wir sind da. Darum könnt ihr ab und zu so eine gute Jodeln. Irgendwann von Weitem schon. Man hat es schon geschmückt, aber dann ist es näher gekommen. Das Mal haben wir es gehört. Wir sind angekommen am Meer. Es war wunderbar. Die Weite, die Aussicht, die Luft, die Luft. Wir haben rausgeschaut. Der Benny ist dort gestanden, hat rausgeschaut. Und in dem Moment
Darum hat er jetzt kein Westli an. Dermaßen so sieben Sacramels Coca-Bella. Mir geht's fast nicht was. Erinnere mich gerade an eine Reise, die ich vor etwa 3 Jahren gemacht habe mit meiner Frau. Sind wir auf Italien ab, und zwar ins Piemont. Und ich muss sagen, ist also schon die Italiener, weißt, kulturell, gell? Ein Weltkulturerbe reiht sich an das andere, weißt. Die Italiener, die können zum Beispiel Strassen bauen. Vor allem Autobahnen, gell? Gut, sie haben sie ja bei uns gelernt, die Muratori. Muss man auch sagen, gell? Nein, aber es ist, soll ich sagen, das sind einfach ganz andere Dimensionen. Das ist mir schon aufgefallen, wo wir jetzt Chiasso und über die Grenze sind, Richtung Mailand abi. Ist da ein paar Kilometer so ein blaues Tafel am Strassenrand gestanden, wo drauf gestanden ist, Uscita. Ich glaube, man sagt Uscita. Auf jeden Fall jemand nach der 10. Tafel habe ich gedacht, Himmel, Herrgott, sag, da muss ein sau hure grosses Dorf sein. Das Uscita. Gell? Nehmt mich wunder, wie gross das in ist, das Mailand ist. Also die Frau gesagt, schau mal auf der Karte, komm, findest du es? Uscita, gell? Sie hat es natürlich nicht gefunden. Gut, hat mich überrascht, die Karte lesen hätte sie nicht gerne können. Auf jeden Fall, bis ich den realisiert habe, dass das Uscita übersetzt heisst Uscita. Gell? Uscita. Gell? Da haben wir die Hurenausfahrt schon verpasst. Und so hat lieber im Moment richtig Venedig abgekrosset. Donners Venedig haben wir gerade einen blöden Tag verwischt. Ja, weil an sich ein schönes Städtchen, aber ist, sie haben gerade Hochwasser gehabt, weißt du? Alle Strössli, Gässli, bis unten voll zugeschwemmt, wärst gestunken wie der Bar Satan. Sau kann ein blödes Kehren gesehen mit dem Wagen. Nur haben sie hergebracht, sind dann quer durch das Norditalien Richtung Piemont. Wir haben uns natürlich relativ gut vorbereitet auf die Italienreise. Weißt, ein Kollege hat mich gewarnt. Er hat gesagt, musst dich vorbereiten, weil sonst bist du enttäuscht. Piemont sei also landschaftlich und kulturell. Gell, also praktisch gleich wie es Ossenrod ist. Ja, und er hätte recht gehabt. Gell? Sicher, wenn sie über Piemont Deutsch schwätzen und ihr in Weinberg beschütten. Also beschütten. Ja, hättest du lieber das Gefühl, wärst du irgendwo zu Häden oder zu Drogen oder zu Gas, gell? Und ja, hätte da jemand gleich geschmeckt. Nein, kleines Gespässli, ich habe ja, und da ist jetzt wirklich kein Witz, familiär, ganz eine enge Verbindung zu Italien. Ich bin ja von meiner Seite her ein ganzer 16 Italiener. Also sprich, meine Urgroßmutter hat einmal mit mir so einem Muratori ein bisschen rumgekaspelt. Den hat sie eingeschlagen. Und jetzt bin ich da. Gell? Jetzt fragt euch vielleicht ein 16. Hoi, pst, gell? Schläft es in dem? Ist das überhaupt relevant? Es kann ja erklären, wie stellt man sich ein 16 vor. Ich sage jetzt, bei mir ein Abtropfgewicht von etwa 75 Kilo. Nach dem Duschen, gell? Ist ein 16, grob gerechnet, ich sage jetzt mal etwa 4,5 Kilo. Italiener, also etwa so viel. Ja, man sieht schon den Druck durch, weißt du?
die Lebensfreude, das Temperament, weißt, das ist tief in mir inne. Meine hat Sprache an sich Italienisch, ich habe sie nie gelernt. Aber mir liegt es im Blut. Gut, für Notfälle kann man sich nicht auf diese angeborenen Intuitionen verlassen. Da muss man sich schon noch ein bisschen besser vorbereiten. Weißt du, ich habe ja unheimlich Angst vor Schlangen. Also vor allem vor Schlangenbissen. Jetzt habe ich gedacht, was machst du denn so eine Schlange, Satan ist Vödel in die Biest? Wenn du in der Panik hinten kannst, dem Doktor nicht erklären, was passiert ist. Ja, vielleicht hat das Schlangengift auch schon Sprachzentrum ein bisschen angefressen. Gell? Musst du dich besser vorbereiten. Jetzt habe ich alle wieder so einen Notfallzettel im Hosensack gehabt, wo ich so einen Notfallsatz draufgeschrieben habe. Habe ich darauf geschrieben, aiuto, aiuto, dottore, una serpente mangiare mio. Aber gehen sich natürlich lange nicht alle Touristen so viel Mühe mit dem Anpassen. Nein, du, da ist ein Haufen der vernagelten, verbohrten Saugrinde. Weißt? Ein Beispiel am Ramat habe ich ihn beobachtet. Ein Deutscher, ja, was ist? Ja, das hätte er will eine Wassermelone kaufen. Er hat gesagt, er will eine Melone di Aqua. Das ist ein höchst primitiven Übersetzung. Das weiß doch jeder Schwellengolf, dass das nicht heißt Melone di Aqua, sondern Melone di San Pellegrino. Nein, aber wie soll ich sagen, einfach vielleicht auch, wenn ihr Interesse habt als Tipp, es war eine sehr schöne Reise gesehen. Also die Frau gesagt, dann gehen wir wieder. Gar keine Diskussion. Gell? Nächstes Mal aber direkt auf Rom. Ja, weil ein Kollege hat mir gesagt, ich müsse es also Rom sei sehr schön, weißt, sei sehr idyllisch. Rom, gell? Hat einen Haufen der abgehalften der Schneehütten, der zusammengeschlagenen Hüfe, weißt, der Ruine, sei also praktisch gleich wie ein Ballenbeck. Einfach vom Wetter her sicherer. Aus dem Osten. Sidi Abdelazar von El Hama hat mal am Morgen früh noch in Pyjama in der Strasse von der Moschee zwei schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang von seinem Drama. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Der Abdelazar hat nicht mehr schlafen. Bis er wie Mohammed um die Hand gehalten hat und gesagt, ich müsste 150 Schafe. Der Mohammed hat geantwortet, bei Allah, es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Doch wert ist sie mein Seel, 220 Kamel, und drunter kann ich sie dir aufgefallen. Da hat der Abdelazar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gang ich nicht ein. Ist fort, hat gleich drauf schon eine billigere genommen, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über den Sahara, schaut er den Mond am Himmel, Himmel hell und klar an. Und trauert hier und da den schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher davon sparen. Thank you.
against me. Hurt and angry and tap my booty. Kamel. Doch früher der Fräulein, was soll ich saufen? Campari Soda? Ja, dem Viertelhennen. Ich nehme noch ein Appenzeller. Wir waren in Mexiko. Oh, Mexiko ist ein schönes Land, wirklich. Aber sie haben uns ausgelacht. Sie haben uns tatsächlich ausgelacht wegen der Grösse.
wegen der Grösse der Rösser. So kleine Rösser waren ja. Haben sie gesagt, dann haben sie es doch mal, das ist so, da haben sie unsere Rösser, das sind so, weißt du, das Viertel ist auf dieser Höhe, Muskeln. Dann haben die übergeschaut, die Rösser, und wir sind. Die Fahrer haben gemacht. Die mexikanischen. Dann haben sie es geholfen, aufgeklopft, haben sie es aufgeworfen. Benni haben sie noch das Ding in den Arm geworfen, das Hackbrett und das Steckchen. Und jetzt, yes, dann sind wir los. Und dann haben sie es. Weißt du, das war schon ein bisschen gemein, aber sie haben dafür ein bisschen Power gehabt. Sie haben es mit so einem kleinen. Haben sie es dir als Füdli her. Und dann mögen die Rösser, aber du, dann sind wir los galoppiert. Durch Mexiko durchgaloppiert. Irgendwo haben wir können wir halb einen Hunger gehabt, dann haben sie einen Burrito rausgehauen. Richtig offen. Wir sind auf Texas, wir haben auf Texas wollen. Endlich in die USA auf. Wir haben nicht gewusst, wir kommen. Und dann war die Mauer dort. Boah, ein riesiger. Wir haben nicht können drüber. Wir dürfen ja nicht drüber. Aber sie haben uns gesagt: Nein, nein, sie noch nicht mehr. Haben in die Luft geschossen. Aber wir haben gesagt: Nein, uns halten die nicht auf. Wir sind näher gekommen zu der Mauer. Mit einer Kraft. Und die haben Dampf, die Rösser. Und wir haben auch Dampf. Und dann zuerst sehen wir, ich gang einmal. Und dann hast du so geschrauen. Wer ist geschrauen? Zeig mal. Uhui. Voller Motivation ist auf die Mauer zu. Und ist drüber. Hinten dran, der Benni, hat sie es gerade noch heben können. Und ist drüber. Dann ist der Josef gekommen, hat die Geige vor sich hergeworfen. Ist ihm nach, hat es gerade noch fangen über die Mauer. Und dann. Vielleicht war es ein sechsbeiniges Ross beim Walter. Abgestoßen. Und drüber. Man hätte es nicht geglaubt, der hätte noch oben können. Und dann. This is really like a feather to behold. Keeping on my crossroads road like a spitting in the soul. This is really like a feather to behold. Keeping on my crossroads road like a spitting in the soul. This is really like a feather to behold. This is what the North Cross road like a spitting in the soul. This is really like a threat. West for never cast for the show. Never, never last. Fast, thinking like a comma. This is really like a show. Like a show, like a show. Never, never last. Fast, thinking like a comma. This is really like a show. Ha, ha, ha. Stickers by the neighborhood. This is no cool cover like it's better than the show. This is really like a boat, the speed it like a car. I don't know slickers by the neighbor. Ha, ha. Keep on never, never last one, that never, never last one, nice, one, nice, one. This is like a show, this is like a car. This is like a car, this is really like a show. Come on.
Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Im schönen Appenzellerland. Die Hügel, die Gegend. Schöne Reise war es. Wir sind weit gereist. Als wir zurückgekommen sind, haben wir gesagt, wir werden in Wiel die Fernsehaufzeichnung haben, hat er immer gesagt, okay, dann versuche ich es. Er hat lange geübt. Er möchte gern mit allen drei gleichzeitig. DJ Ensler. Bitte. Yeah.